Nimm schneller, Gülcan! Oder was glaubst du, wie deine Eltern hergekommen sind? Ja, ich wusste das ja nicht, dass die Eltern wirklich aus dem Kriegsgebiet kommen. Aber keins, aus dem man herschwimmt. Ja, jetzt muss ich die Lehrerprüfung nachholen. An der Cem Özdemir Gesamtschule. 90% Migration. Aber ich werde mich da gut integrieren. Keine Fahrräder auf dem Schulgelände! Ja! Oh! Entschuldigung. Ich dachte, Sie wären Schüler. Verzeihen Sie die harte Maßnahme, aber wenn die da oben das Land vor die Hunde gehen lassen, dann muss der kleine Mann halt selber ran. Klaus Schröder, ich bin der Hausmeister. Der Hausklaus. Sehr witzig. Danke, Mama. Stippel! Jonas, oh, rennt ab. Wir kennen uns schon seit der Uni. Alles auf Augenhöhe. Ich verarsch ihn, er wird von mir verarscht. Ich suche übrigens noch einen Untermieter. Die Nebenkosten, holla die Waldfee. Wäre das was für dich? Nebenkosten, Alter, dein Ernst? Sag doch einfach, dass du dich hier allein fühlst in der großen Stadt, Mann. Aber ich habe halt schon einen Palast. Sorry, Bro. 200 Quadratmeter. Haushälterin, Putzfrau, Köchin. Ach, du wohnst gar nicht mehr bei deiner Mama. Doch, wie gesagt, Palast. Aber hey, schön, dass du hierher gezogen bist. Ich meine, hier ist das echte Leben. Fried, wir machen. Wer war das? Swami, unser Schulpsychologe. Herr Firat, er ist gesagt, zu Milo auf Türkisch, ich kack dir in den Mund. Dann soll er sagen, Ananüssikin. Und was heißt das? Ich fick deine Mutter. Okay, wow, gibt's hier nur Kinder oder was? Mutter! Mutter, die beleidigen sich. Türkisch. Ich fick echt ihre Mutter. 50 Euro, dass sie mich noch heute Vormittag vernaschen will? Was? Ja, nein. Hey! Beleidigt euch gefälligst auf deutsche Penner. Wie wär's, wenn ihr euch überhaupt nicht beleidigt, ja? Was man nicht will, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist ja süß. Hast du das aus deinem Ratgeber für Problemschulen, oder was? Ja, neueste Ausgabe. Ein Buch für LehrerInnen an Brennpunktschulen? Die Lehrer hier sind oft überfordert, wenn sie mit der Realität konfrontiert werden. Einige sind einfach noch sehr unreif. Richtige Problemlehrer. Guten Morgen, am Morgen. Darf ich Ihnen das geben? Danke. Ich, ja. Ja, das war Theater. Theateraufzeichnung, Oberstufe. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Stempel? Stempel, Frank. Stempel, also so kurz vor der Pensionierung bin ich ein bisschen eingerostet. Wann werden Sie denn pensioniert? In 4 Jahren. Ich wollte mich auch nur kurz vorstellen und Danke sagen für diese Chance. Und ich will mich wirklich so gut wie es geht in diese Familie integrieren. Familie, wunderbar. Dann zeigt Ihnen das Familienoberhaupt mal unsere schöne Schule. Gehen Sie schon mal vor, junger Mann. Oh, das ist Frau Müller, unsere stellvertretende Rektorin Aminata Müller. Sie ist das Herz dieser Einrichtung. Frank Stimmt. Wir kennen uns. Kommen Sie mit in die neue Nähe. Meine Mutter, die Gudrun, hat immer gesagt, Hierarchie bedeutet nach unten treten, nach oben bücken. Oder buckeln. Buckeln, hat sie gesagt. Also das tut mir wahnsinnig leid mit dem, ich dachte, Sie sind hier Putz- oder Facility-Man. Also ich bin ein Riesenfan Ihrer Kultur. Ja, König der Löwen ist mein absolutes Lieblingsmusical. Tone ich das richtig? Dieses Wazigonia Mabagis. Weiß ich nicht, ich bin aus Hannover. Ach, deswegen das gute Deutsch. Also wegen Hannover, nicht wegen Deutschland. So, und jetzt hören Sie mir mal zu. Wenn es nach mir ginge, gäbe es im Studium schon einen psychologischen Test, der dafür sorgt, dass empathielose Menschen wie Sie nicht in die Nähe von Kindern gelassen werden. Aber weil die Politik leider übersehen hat, dass wir bei einer höheren Geburtenrate und Zuwanderung auch immer mehr Lehrer brauchen, muss ich jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Once again, yeah.
Habt ihr gar keine Smartboards? Smart was? Egal. Ich bin Frank Stimpel. Wie der Stempel, nur mit I. Ja, ich dachte, zum Kennenlernen sagt einfach mal jeder in ein, zwei Sätzen, wer er ist und was er so macht. Ich werde Influencerin. Layla Beauty auf Insta. Folgen Sie mir mal bitte. Influencer, ja, ist ein toller Traum. Danke. Aber hier sind wir ja auch ein bisschen, um uns auf die Realität vorzubereiten. Sie hat schon 200 Follower, ja? 207. Okay, und wer bist du? Ich bin die Lara. Die Lara. Und was machst du, Lara? Ich folge Layla. Layla ist die Beste. Sie ist so cool. Layla alles ist scheiße. Was... Sag das nochmal. Sag es. Chill. Layla ist okay. Ich bin Trip. Jo. In echt heißt er Tristan Magnus Petersen. Reihenfolge. Ne? Du bist? Das ist Nico, aber alle nennen ihn Kalaschniko. Der redet nicht. Blöd. Ja, und du bist hier die Klassensprecherin, oder wie? Ja, Annika Nori. Wie ich ja schon vor ein paar Tagen angekündigt habe, werde ich jetzt Social Detox anfangen. Zeitungen riechen übrigens auch viel besser als Handys. Wollt doch mit 90 Jahren nicht auf euer Leben zurückblicken und sagen, dass ihr noch nie einen Baum gestreichelt habt. Das ist der Sinn, warum ihr lebt. Im Herzen bin ich nämlich auch dunkelhäutig. Und dann scheiße. Hast du da seit 10 Stunden? Mutter, oh mein Gott, kannst du mal deinen Freunden schon erzählt, dass du in Bangkok gezogen Was? Wurdest? Was? Okay. Wow! Hey, nicht reinrufen. Hallo, wer bist du? Ernsthaft? Behinderte verarschen, ganz tolles Niveau. Der ist ja komplett lost. Okay, wow, Herr Stimpel, er hat ADHS und Down-Syndrom. Machen Sie sich hier über Inklusion lustig, oder was? Nee, weil, Entschuldigung, ich, so behindert kommt da gar nicht rüber. Nicht so behindert wie Sie. Ja, und wie heißt du? Robert. Downey Jr. Ich würde gerne Schauspieler werden. Lieblingsrolle wäre James Bond, Agent 0021. Was ist los mit euch, Leute? Ist das Ding an? Ich bin positiv überrascht. Die sind lustig, können alle Deutsch, keine Messer. Zeit für den Good Cop. Den lockeren Stimpel. Den Ehrenstimpel. Ja, jetzt wo der formelle Part abgeschlossen ist, können wir auch ein bisschen lockerer werden, ne? Hier, ich reiche euch die Hand oder wie ihr sagt, die Ghetto Fist. Ich bin einer von euch, klar. Drip, Swag, YOLO, Cringe, Fortnite. Nee? Ja, ich bin euer Brudi. Wollen Sie jetzt unser Brudi sein oder unser Lehrer? Beides, ja? Das ist hier nicht so von oben herab. Das ist alles auf ich küsse deine Augenhöhe. Ich will auch von euch wissen, was macht für euch einen Ehrenlehrer aus? Dass er herzvoll ist. So dumm, dass er es herzhaft. Halt die Fresse! Herzlich heißt das, ne? Und ich lade euch herzlich dazu ein, euer Habibi zu sein, ja? Wenn ihr euch an ein paar Regeln haltet. Erstens, keine Handys. Zweitens, keine Kraftausdrücke. Das habe ich mal überhört. Und drittens, Pünktlichkeit. So, und wer bist du? Osman. Und du denkst, du bist ja der Chef, oder was? Ja, wer denn sonst? Wir sind dope, ihr seid scheiße. Wenn ich komm, geh beiseite. Aus der Straße komm ich her. Chicks, nimm ich Player. Yeah! Yeah. Lass mich mal auch ein bisschen Shisha. Ja, ich sag dir mal eins, Osman, ja? Wenn du hier immer zu spät kommst, dann wirst du sitzen bleiben, dann machst du keinen Abschluss, dann darfst du mal für andere Leute den Boden wischen. Okay, wow, sie sind wirklich herzlos. Herzvoll, herzlich meine ich, bin ich eigentlich. Hey, nicht einfach reinrufen! Entschuldigung. Kannst du kein Deutsch? Rassist. Ich bin kein Rassist. Leute, auf YouTube heißt er Nazi-Lehrer. Schwimmen schneller, Güter. Oder was glaubst du? Wie deine Eltern hergekommen sind. Hergeschwommen sind. Hergekommen sind. Güter. Layla, das müssen wir gleich nochmal besprechen. Das bleibt jetzt auf deinem Handy. Whoopsie. Oh. Oh mein Gott, ja.
verkackt, Alman. Direkt am ersten Tag die gesamte Klasse verloren. Ja, das liegt an den Schülern. Ich habe alles richtig gemacht. Alman, die sind knallhart, die testen dich. Und du warst eben heute mangelhaft. Also bei mir spuren die. Ich sag Stopp und die halten an. Das kenne ich. Hier Anti-Mobbing-Seminar. Plopp, Stopp, ich fühle mich gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau, Differenz reden mit meiner Hand. Oh, meine Hand möchte nicht mit dir reden. Komm, Nase, wir gehen. Und dann geht man. Ey, von welchem Planeten kommst du? Das hier ist nämlich Ghetto. Und wenn dich ein Schüler herausfordert, dann sagst du Plopp, Stopp, schieb dir deine Scheißfaust in den Arsch, reiß dir die Eingeweide raus, friss den Krepier ran! Also in meinem Handbuch steht, dass man nicht beleidigen soll. Gib mir dein Handbuch. Das kannst du nicht, also auf KH! Hey, stopp, stopp, stopp! Lösch nicht nur den Durst. Sind hier keine Rauchmelder? Das ist eine Brennpunktschule, Stempel. Die wärmen dann immer an. Und Herr Vierer, Sie sollten Ihren Perso gegen einen Schülerausweis tauschen. Plopp, stopp, ich bin erwachsen. Du wohnst noch bei Mami. Ich zieh zu Stempel. Was? Was? Ja, Bruder, ich hab's mir überlegt. Ruhe, jetzt. Lehrerausfall. Swami hat einen Nervenzusammenbruch. Stempel, zurück in die 9E, hä? Bei Eike. Okay, wir hatten nicht den besten Start, aber wir fangen einfach noch mal ganz von vorne an. Einstiegsfrage. Kennt ihr einen deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts? Mann, wir kennen keine solchen Leute. Irgendeinen. Gegenfrage. Kennst du Deutschrapper? Osman, das ist mein Unterricht. Irgendeinen. Ja, klar, kenne ich auch Deutschrap, ja? Blumentopf. Digga, halt's Maul. Hier, nee, Fanta 4. Fanta was? Klopp, stopp. Das, hey. Okay, pass mal auf, ja? Ihr könnt euch mal eine Faust in den Arsch stecken, dann zieht ihr die Eingeweide da raus, dann fresst ihr die und dann erstickt ihr. Dran. Was? Sie wollen, dass wir uns alle aufessen? Hey. Okay, jetzt reicht's! Ihr Assi-Kinder aus euch kommt nie was! Da wo ihr Eltern herkommt, werden sie froh, wenn sie in die Schule gehen dürfen! Anzeige ist raus. Klopp! Stopp! 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 Also, das ist jetzt in dem Kontext dargestellt, das war in dem Moment... Kündigen Sie, das erspart mir den Papierkram. Ein Stempel gibt nicht auf. Das ist nicht der Russlandfeldzug. In meiner Familie waren alle Lehrer und keiner hat aufgegeben. Besonders nicht die Urgroßväter. Ich bin wirklich auch kein Nazi und kein Rassist. Ja, und ich bin weiß. Hm? Worte. Was zählt, sind Taten. Kündigen Sie. Danke. Frau Müller, ich beantrage eine zweite Chance. Bevor ich Sie erneut auf meine Kinder loslasse, gehen Sie zu unserem Psychologen. Ich brauche keinen Aufpasser, ich brauche Anweisungen. Gut, hier kommen die Anweisungen. Erstens, Sie gehen zum Psychologen. Zweitens, Sie behandeln die Schüler mit Respekt und lösen die Konflikte selbst. Und drittens, einige der Schüler, die machen Dinge durch, die Sie nur aus dem Tatort kennen. Haben Sie ein verdammtes Herzstempel! Alle sind so große Fans vom Herz. Das ist eine Pumpe. Ne? Die Emotion entsteht hier oben. Man müsste sagen, I brain New York. Ruhepuls 75, alles im Normalbereich. Wie fühlen Sie sich? Überfordert. Also, ich halte mich an alle Anweisungen und trotzdem... Ich habe überhaupt keine Lust, Ihnen zuzuhören. Aber Sie sind der Psychologe. In erster Linie bin ich Menschenkenner. Psychologie gehört zum Schauspielstudium. Ah, hier. Ich zeige Ihnen mal was. Eigentlich bin ich völlig überqualifiziert, um mir Ihre Probleme anzuhören. Können Sie mir da vielleicht zumindest jemand behilflich sein? Hunderttausend Aufrufe, man kennt sie. Ja. Auch so ein gefallener Engel wie ich. Haben Sie gebrannt? Ja. Wer zu nah ans Rampenlicht fliegt, Frank, kann verbrennen. Aber aus Feuer und Asche entsteht fruchtbare Erde, Frank. Also ich weiß nicht, wie mir das jetzt... Nichts, nein. Shh.
Probleme löst man nicht mit Reden, sondern mit Energie. Machen Sie mit mir den Phönix. Was ist das jetzt? Yoga löst alle Probleme. So, und jetzt schön in die Dehnung reinatmen. Boah, nee, ey, was bin ich? Irgend so eine Yoga-Bitch. Siehst aber auf jeden Fall aus wie eine. Okay, wow, ihr seid so unreif. Das ist endlich mal was Neues. Leute, ihr seht aus wie Hakenkreuze. Der Nazi-Lehrer macht uns zu Nazi-Schülern. Das heißt Hitler-Jugendkinder. Hast du den geklaut? Sehe ich aus, als ob ich klaue oder was? Wofür brauchst du denn eigentlich? Schule? Nein, Mann, ich mache einen neuen Nazi-Lehrer-Clip und verlinke mich darunter. So bekomme ich was von Stümpels Fame ab. Nice. Ich hasse Stümpel. Er gibt einem das Gefühl, dass man nichts wert ist. Voll. Ihr Assi-Kette aus euch von Biber! Mashallah, richtige Ehrenfrau. Ich weiß. Wo sind denn alle? Also ich bin hier. Wir lassen uns nicht zu Nazis machen, Leute. Deshalb hat die ganze Klasse beschlossen, dass wir nicht mehr zum Nazi-Lehrer in den Unterricht kommen. Stattdessen beantworte ich euch jetzt eure Fragen. Genau, hier. Im Extremfall kann zur Durchsetzung der in Deutschland geltenden Schulpflicht das Ordnungsamt oder die Polizei eingeschaltet werden. Hört ihr das? Ich auch nicht. In so einer Atmosphäre können wir arbeiten, Leute. Wir fangen nochmal von vorne an. Irgendein deutscher Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Osman. 31er. Wer ist das denn? Kenne ich nicht. Paragraph 31 im BTMG. Strafmilderung bei Kooperation mit der Polizei. Sie haben uns verraten. Ja, der Osman kennt sich gut aus mit Paragraphen. Vielleicht wirst du ja mal Anwalt. Ist aber immer noch der deutsche Unterricht. Also, bitte. Irgendein Schriftsteller. Goethe. Ja, geht doch. Also, Trip. Die Frau, wo Harry Potter geschrieben hat. Ist eine Britin. Ja, aber immerhin eine Autorin. Okay, ich lasse das mal durchgehen. Robert? Michael Wendler. Schwierig. Im entferntesten Sinne, ja. Großartig, Herr Stümpel. Sie haben für Ordnung gesorgt. Und hier sitzt das Ergebnis. Ja, Leila. Jetzt wird dir die Chefin mal die Leviten lesen, ne? Also das hätte wirklich nicht sein müssen. Das waren Sie. Wissen Sie eigentlich, wie schlimm das für mich ist? Es gibt auf Insta keinen Filter für blaue Augen. In der Welt, in der Sie leben, ist die Polizei immer Freund und Helfer. In der echten Welt kann das hier passieren. Und im schlimmsten Fall kommt das Jugendamt und steckt die Kinder ins Heim. Ja, das wäre dann auch besser, als dass sie daheim geschlagen werden. Leila, willst du in dein Heim? Soll ich meiner Familie die Ehre nehmen? Schon klar, dass Ihnen Ihre Familie scheißegal ist. Ihnen sind doch alle scheißegal. Warum sind Sie überhaupt Lehrer geworden? Nach Artikel 34 Absatz 1 im Grundgesetz habe ich als Lehrer eine Fürsorgepflicht gegenüber meinen Schülern. Ich hätte sie beschützen müssen. Das sage ich Ihnen nicht, wer das ist. Hallo. Frank Stümpel. Ich berichte hier. Was ist los? Wir möchten gerne kurz Frau Malek sprechen. Wen? Wann lernen Sie eigentlich unseren Namen? Leila ist das. Also, wenn das Jugendamt meint, sich... Es geht um das Verbreiten verfassungsfeindlicher Symbole. Hat mein kleiner Neffe zufällig entdeckt. Ja, Sie kennt ja auch gleich von mir was! Da wo ihr Eltern her, machen Sie froh, wenn Sie in die Schule gehen dürfen! Leila, du hast 8000 neue Follower. Du bist Influencerin, ja? Sie sind also Leila Malek. Ja, ich gebe Ihnen ein Autogramm. Ja, auf der Wache gleich, ne? Ja? Hey, so schnell geht es auch nicht. Doch, so schnell geht das. Ich bin Ihr Rückenwind, Frank. Fliegen Sie. Leila bleibt hier. Sind Sie ein Erziehungsberechtigter? Ich bin Ihr Lehrer. Ja, dadurch habe ich auch eine Fürsorgepflicht. Spielen Sie nicht den Held. Sie bleibt hier oder Sie müssen mich auch mitnehmen. Was denken Sie eigentlich, wer hier das Sagen hat? Ja, ich würde sonst. Nein, Osman, ich. Ja, die Sache mit dem Video war nämlich eine Unterrichtseinheit. Ja, da haben wir auf pädagogische Weise die drei wichtigsten Aspekte der Mediennutzung besprochen. Prinzipien von Propaganda, verbotenes
verbreitet sich schneller als legales. Zweitens, die Gefahr von Fakes. Drittens, Shitstorms und ihre Konsequenzen. Sehr gut, Annika. Ich habe mich für dieses Experiment zur Verfügung gestellt. Leila ist unsere medienaffinste Schülerin, deswegen hat sie das gepostet. Wenn Sie damit ein Problem haben, müssen Sie das jetzt mit mir besprechen. Sehen Sie es auch? Der Phönix. Ja, fuck man, ja. Blöd. Okay, kommen Sie. Personalien. Den Handlangern der Deutschland GmbH haben Sie es aber gezeigt. Schützen aber auch unsere Demokratie, ne? Hey, was macht ihr noch hier? Es war herzvoll. Wir bleiben trotzdem 31er. Herzvoller 31er. Geile Aktion, Bruder. Oder soll ich lieber sagen Mitbewohner? Sag einfach Habibi. Respekt, Alman. Hast du den gerade auf seinen Arsch geschlagen? Den Gebongo. Soll ich dir mal lieber erzählen, dass ich bei Stümpel eingezogen bin? Erwachsen, was? Mhm. Vom Kinderzimmer in die Jungs-WG sehr erwachsen. Komm, Annika. Ich wollte noch sagen, Herr Stümpel, ich glaube, Sie sind gar kein Rassist. Sie sind Autist und ich habe viel Mitgefühl für Menschen mit Behinderung. Frau Müller? Hm? Ich wollte mich entschuldigen. Ja, das war falsch mit der Polizei. Und ich hoffe, dass Sie mich trotzdem noch aufnehmen in Ihre große, verrückte Familie. Wenn Sie ein guter Lehrer sein wollen, dann müssen Sie noch viel lernen. Aber dass Sie Fehler einsehen können, ist ein Anfang. Sie sind wie ein Vater für mich. Was? Mutter. Löwen. Mutter der Drachen. Stümpel? Tschö. Erste Woche im Großen und Ganzen. Nicht schlecht, Herr Specht. Ruhepuls 100. Das ist hoffentlich keine Herzrhythmusstörung. Volksverräter! Das war die Pilotfolge meiner ersten eigenen Serie Almania. 9 weitere Folgen gibt's hier in der ARD-Mediathek und die Kiste bebt. Keiner? Okay. Okay. Freuen uns. Schauen wir mal, was wird.